Jay-Z. Hey, I'm Jay. Heute bei Marcel's Hockey School werden wir eine sehr wichtige Skill üben in der defensive Zone, Rims, also die Scheibe in die Rundung. Jay-Z, du bist Stürmerin, ich war Stürmer. Wie oft haben wir während unserer Karriere die Scheibe von der Bande wegfischen müssen? Ja, kommt schon relativ oft vor. Ja, und das ist der Unterschied, ob man aufbauen kann oder ob man vielleicht eine Bombe kriegt oder die Scheibe an Gegner gibt. Heute zeigen wir euch, wie man die Scheibe in die Rundung richtig annimmt. So, bevor wir überhaupt loslegen mit wie wir die Scheibe richtig annehmen sollen, zeige ich euch, was mir sehr irritiert, dass so viele Spieler versuchen, die Scheibe mit den Schlittschuhen anzunehmen. Das mag vielleicht gut sein, wenn du alle Zeit der Welt hast, aber wie oft haben wir das im Spiel? Im eigenen Drittel muss ich als Außenstürmer den gegnerischen Verteidiger decken, dann gewinnt vielleicht die Julia einen Zweikampf an der Bande, muss die Scheibe schnell loswerden. Ich habe nicht die Zeit, das zu machen, die Scheibe mit einem Schlittschuh anzunehmen, dann zu meinen Schläger bringen, die Zeit habe ich einfach nicht. Ich muss schauen, das Spiel beobachten, sie gewinnt den Zweikampf, sie spielt es in die Rundung, schaue ich, nehme mich an und ich kann dann sofort einen Spielzug machen. Natürlich, was auch dabei wichtig ist, ist einen Schulterblick zu machen. Ich will nicht einfach die Julia die ganze Zeit anschauen ohne Schulterblick. Ich schaue sie mal an, Scheibe geht in die Rundung. Ich nehme sie zwar so an, habe überhaupt nicht geschaut und kriege eine Bombe. Also sehr wichtig, bin am Gucken, wir haben einen Zweikampf gewonnen. Okay, Julia gewinnt den Puck. Ich schaue, Puck annehmen und kann sofort einen Spielzug machen. Also, jetzt habe ich euch gerade gezeigt, wie man die Scheibe auf seine reguläre Seite annimmt, also quasi Reckschütze auf die rechte Seite. Aber vielleicht spielt man die andere Seite, vielleicht bin ich links außen. Da habe ich tatsächlich zwei Möglichkeiten, hängt von der Spielsituation ab. Möglichkeit 1, wenn ich wenig Zeit habe, dann würde ich versuchen, meine komplette Gesicht zum Spiel haben, schnell die Scheibe mit dem Schläger annehmen, nach vorne bringen und einen Spielzug zu machen. Den zeige ich euch jetzt. Ich schaue, gucke in die Rundung und ich kann sofort dann einen Spielzug machen. Der Nachteil davon ist, ich habe eigentlich hier gar keinen Schwung mehr. Wenn ich weiß, ich habe Zeit, es kommt keinen Druck, die Scheibe geht trotzdem in die Rundung, dann könnte ich einfach einen Bogen fahren und ein bisschen Schwung beibehalten. Ich gehe kein Risiko ein, dass ich eine Bombe kriege, weil ich weiß, es ist kein Gegner da. Sieht es dann ungefähr so aus. Und dann habe ich sie sofort auf meinen Schläger und ein bisschen mehr Schwung. Jetzt zeige ich euch den richtigen Schlägerwinkel aus der Nähe, damit ihr wisst, wie man die Scheibe richtig annehmen könnt, mit welchem Winkel ihr arbeiten müsst und was ihr dann nicht machen sollt. Meine Schlägerblatt ist fast 90 Grad zur Bande. Es ist leicht nach vorne gedrückt, damit ich die Scheibe so zwischen mein Schlägerblatt und die Bande quasi abzwicken kann. So kann ich sie annehmen und dann geht die Scheibe schlimmstenfalls, wenn ich einen Fehler mache, wird sie hier weg zur Bande gehen, was nicht so schlimm ist, als wenn ich Folgendes mache. Mein Schläger ist nach hinten angewinkelt und die Scheibe prallt dann in die Mitte ab, was man keinesfalls haben möchte. Vorhandseite ähnlich. Wenn die Scheibe in die Rundung kommt, habe ich meinen Schläger ungefähr 90 Grad zur Bande. Je nachdem werde ich vielleicht die Scheibe ein bisschen so abzwicken, damit ich nach vorne dann laufen kann. Oder wenn ich zur Mitte drehen will, ein bisschen anders angewinkelt. Ich zeige euch beide Wege. Kann ich die Scheibe so annehmen oder wenn ich zur Mitte drehen möchte, ein bisschen anders angewinkelt. Was wieder hier auf der Vorhandseite wir keinesfalls haben möchte, ist der Schläger so angewinkelt, weil dann prallt sie zu 100% in der Mitte ab. Da habe ich Glück gehabt, dass es meine Schlittschuhe getroffen hat, sonst wäre die Scheibe genau in die Mitte gelandet. Es gibt auch die Situation im Spiel, wo man vielleicht nicht das beste Timing hat. Warum auch immer, passiert öfters, man läuft Richtung eigenes Tor, während der Verteidiger unter Druck
eine Scheibe in die Rundung spielen möchte. Da ist es wichtig, trotzdem die Scheibe schnell von der Bande wegzufischen und nach vorne zu kommen, ohne dass Folgendes passiert. Mein Schläger zu sehr angewinkelt und dann wird die Scheibe in die Mitte abgeprallt. Ich zeige euch, wie man das nicht machen sollte zuerst. Ich komme Richtung eigenes Tor. Schläger ist angewinkelt. Das möchte man auf keinen Fall machen. Da hat der Gegner gerade eine riesen Torchance von mir bekommen. Schlägerblatt muss ziemlich 90 Grad zur Bande sein, weil ihr müsst wissen, die Scheibe kommt mit Spin. Und diese Spin ist nicht einfach zu kontrollieren. Hände müssen offen sein. Zeige noch einmal richtig. Lauf zu Julia. Und dann schnell den Schlägerblatt über die Scheibe bringen, damit man die Scheibe nicht verliert. So Jay-Z, wir haben gerade selber ein bisschen diskutiert, die Vor- und Nachteile. Wir wissen beide der Meinung, dass man fast immer die Scheibe mit dem Schlägerblatt von der Bande wegnehmen sollten. Es gibt aber trotzdem ein oder zwei Situationen, wo man sagen könnte, vielleicht ist es doch besser, mit dem Schlittschuh anzunehmen. Wann passiert sowas? Also ich finde vor allem, wenn das Timing von einem selber total schlecht ist, wenn man schon sieht, der Verteidiger von oben gibt einem sehr viel Druck und man ist, die Scheibe kommt auch irgendwie schwierig in die Bande, dass man sie jetzt nicht, also sie ist nicht flach, sondern eher ein bisschen hoch, dann finde ich es oft einfacher, dass man dann halt in dem Moment den Körper reinstellen muss und einfach nur versucht, die Scheibe zu blocken und zu schützen, vor allem gegen den Verteidiger von oben und sich dann wieder aus dem Zweikampf neu zu lösen. Also quasi, wenn man gar keine Zeit hat, man weiß, dass man einen Check zu 100% bekommen wird, bevor man die Scheibe wirklich annehmen kann, dann einfach die Scheibe irgendwie ein bisschen abblocken, dass es nicht durchrutscht. Oder wenn die Bande so schlecht ist, dass es hochkommt, dann kann man das natürlich nicht mit dem Schlägerblatt. Die Sichtzeit ein bisschen üben, oder? Ja. Scheibe in die Rundung annehmen, schnell einen Pass ins Tor rein. Ready? Alright. Oh, there we go. Hey man, can I get a Schulterblick, Schulterblick. Jay-Z on fire. Gotta wash down the top 40s with the chamber. Your voice starts feeling like a waiter. Einen letzten wichtigen Punkt, den wir euch hier leider nicht zeigen können, weil wir nur zu zweit sind. Aber wenn ihr im Training seid mit drei Leuten, dann wenn man den Technik ohne Druck gemeistert hat, die Scheibe in die Rundung anzunehmen. Denn es ist unheimlich wichtig, mit dem sogenannten Pinch zu üben. Das heißt, der Verteidiger läuft runter, während du die Scheibe in die Rundung annimmst. Und somit musst du diesen Rim unter Druck annehmen. Weil, Jay-Z, ich glaube, wir wissen beide selber, Scheibe in die Rundung anzunehmen ohne Druck, eigentlich ein leichtes Spiel für uns. Aber unter Druck ist immer was anderes, oder? Ja, es verändert vor allem das ganze Spiel und auch gerade im Spiel kommt es ja immer so vor, dass man viel Druck hat. Ja, man sollte keinesfalls die Scheibe in die Rundung bekommen, wenn man keinen Druck hat, weil dann fragt man sich, warum kam der Pass tatsächlich einfach nicht direkt auf dem Schläger. Also Rims unter Druck im Training, unheimlich wichtig. So viel des Spiels spielt sich die Banden entlang ab. Da muss man stark sein. Das war Rims in der Defensivzone. Wir werden auch eine Episode drehen zu Rims in der Offensivzone. Auch eine unheimlich wichtige Sache. Aber freut reichs. Jay-Z, vielen Dank wie immer. War sehr lustig, gerne. Hat Spaß gemacht. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.